Hashtag No Promo. Aus, mach das Ding aus, Alter. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Bruce, ihr seid hier auf Bruce World. Freunde, ich war bei der letzten Sendung von Böhmermann mit Dendemann zusammen. Ihr wisst ja, Dende hat aufgehört. Da gab es diesen 8-Mile-Videodreh, da waren viele bekannte Gesichter drin und so weiter. Zum Abschluss des letzten Jahres. Ich hatte einen heftigen Tag. Ich war in Hamburg, habe ein paar Stations gemacht, habe SDK getroffen, habe meinen Kumpel Özcan getroffen und dann war ich in Köln zu einem Dreh. Das alles habe ich für euch zusammengefasst in einem Vlog. Ich wollte kurz nur erklären am Anfang, weil es ein riesen Chaos ist, diese ganze Geschnipsel. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ihr das bekommt. Jetzt habt ihr den Vlog. Viel Spaß dabei. Und ich halte das Intro kurz. Bis viel Spaß mit dem Vlog. So. Ich versuche das Ding mal so zu halten. Mit Übergang bis oben. Ja, genau. Damit das so fällt. Ne? Sehr talentierte junge Männer hier, das sind zwei Produzenten. So, auf dem Weg zum Neo Magazin Royal. Er wurde gefragt, ob ich in einem Cameo da so auftauchen will, ne? Keine große Geschichte. Total verrückt, sich dafür 10 Stunden ICE-Fahrerei vorzunehmen. Aber gut, ja, machen wir. Was machen wir nicht hier alles mit für eine gute Show? Der Weg zu Oskar Jäger Straße, Studio König. Standort Studio König ist bei mäßigem Verkehr 16 Minuten mit dem Auto von deinem Standort. Schaffe ich 16 Minuten, ich muss um 17 da sein. Schaffe ich. Tamam, jetzt gib Weg an, Alter. Nach 300 Metern weiter. So, auf die Brücke. Tamam. Ich muss auf die richtige Rheinseite. Tamam muss. Dies ist die schnell des Hersteller übliche Verkehr. Die voraussichtliche Ankunft. Ja. Es muss so krass pissen. Das ist scheiß Eistee, Alter. Sieht ihr alle so gleich aus? Heute geht's mir gut. Letztes Mal, wo ich hier war, hatte ich ja unfassbare Migräne. Dann noch 3 Stunden Jan Böhmermann-Talk. Wie geht's dir, Geist, ja? Alles gut. Alter, ich, bist du aus Hamburg gekommen? Nee, Berlin. Ich bin aus Hamburg gekommen. Ey, Alter, scheiße. War das eine Fahrt, ey. Wieso? Wie geht's dir? Hashtag No Promo. Aus, mach das Ding aus, Alter. Es gibt nichts zu promoten hier. Es geht nicht um Promo, Digga. Gehen Sie weiter. Eigentlich mache ich sowas nicht, weil ich fröne die Hässlichkeit. Wie sagt man das so schön? Ich feiere das. Nein, es lohnt sich aber bei mir nicht, da ändert sich nicht viel. Nein, sonst, was willst du an mir machen, ey? Ich bin ein Unfall. Oh Gott! Sagt meine Mutter immer. Aber einen tollen Bart. Habe ich gestern machen lassen, beziehungsweise beim Interview wurde uns das gemacht. Also wir haben ein Interview im Barbershop gemacht. Ach geil. Ja. Hier in Köln? Nee, in Hamburg. Ist Jan auch am Start? Ist der überhaupt hier? Nee. Also, ich bin heute nicht. Hat sich nicht mal gelohnt jetzt hier, oder was? Ich wollte den pranken. Was wolltest du machen? Keine Ahnung. Hauen oder so. Mega Prank. Einfach schlagen und dann. War doch Prank, Bro. Wieso regst du dich jetzt auf? Ja, ich habe ein blaues Auge wegen dir. Ja, das ist doch der Prank da dran. Ah. Das ist ein relativ stumpfer Prank. Aber ist doch gar nicht so lange her, dass du hier warst und Jan interviewt hast, oder? Boah, weiß ich, 2 Monate, 3 Monate. Ja, doch schon. Gefühlt ein Jahr her, aber ja. Haben wir uns da auch schon gesehen? Nee. War auch die erste Sendung seit Jahren, wo der Gast mehr geredet hat als ich selbst. Ich gucke nicht genug Bibis Beauty Palace. Ja, muss mal reinschauen. Hier werden nur Hipster eingestellt, ne? Aber man muss Hipster sein, ne? Ist das Jans Wunsch oder ist das WDR-Auftrag? Wir werden hier nur nach Talent ausgewählt. Ja, aber nur Hipster. Also Talent, ja, das spreche ich euch nicht ab. Aber schon talentierter Hipster. Definiere Hipster. Psycho-Look. Psycho-Look? Nee. Es ist immer ganz schlecht, sich mit der Maske zu zerschneiden, ja, ja. Währenddessen. Du kannst mich nicht hässlicher machen, glaub mir. Nein, ja, Hipster. Jeder ist doch hier ein Hipster. Bart, Tattoo, goldene Casio-Uhr. Ist das eine goldene Casio-Uhr? Ja, oh mein Gott. Zeig in der Kamera, damit die Leute wissen, dass es ein Tarn hat. Aber ganz ehrlich, schau doch mal, wie alt die ist. Die ist nicht alt, Mann. Die hast du gerade gekauft, weil die wieder im Trend ist. Ah. Wie schön du lächelst, wenn du lügst. Aber ganz im Ernst, geh mal zu Bart. Und, ach nee, du meintest Bart und nicht Bart. Unseren Bart. Nee, Mario Bart, meinte ich. Also, der ist ja auch ein Hipster. Nee, Bart, du meinst Bart, hier, der Bart. Tuschier, Bart. Der ist ja, ich würde nie etwas gegen jemanden sagen, der
100 Kilo mehr wiegt als ich und eine Pranke hat, die mein ganzes Gesicht einschließlich meiner Kamera einschließen würde. Ja, ich habe nämlich gedacht, ich habe es mir gerade sehr lustig vorgestellt, wenn du jetzt zu Bart gehst und ihm sagst, ja, dass er ein Hipster ist. Bestimmt, da hätte ich aber ganz schnell rausgefunden, was Newton meinte mit der Apfelfeld nicht weit. Die Relativitätstheorie anhand eines Schlages erforscht. Wie geht's, Chef? Hey. Gewöhnt euch doch schon mal ein bisschen an den Anblick, dass ich hier sitze, geschminkt werde und die Ansagen mache. Weil das wird demnächst so sein, meine Liebe. Aber gut, dass ich ein bisschen Eingewöhnungszeit habe. Ja. Bist du ein strenger Chef? Nee, ach. Was heißt streng? So halt, Ansagen machen. Liegestütze morgens alle. Du tust es ja für uns. Nee, ich bin wirklich null der strenge Chef. Ich bin cool so. Alles, was ihr machen müsst, mache ich dann immer. Guck mal, ganz ehrlich, so habe ich auch angefangen und so. Ich mache so auf den. Sehr jovial. Ja. Ich würde euch nie etwas sagen, was ihr machen sollt, was ich nicht selber machen würde. Nur ich bin nur mal der Chef jetzt. Ist auch doof dann für euch, wenn ich das mache, oder? Man kann ja auch natürliche Autorität ausstrahlen. Natürliche Autorität. Danke. Mein Gott, bei dem GZ-Kohle, die ihr verdient, braucht der Chef nicht hart sein. Die Kohle winkt, dann macht ihr doch. Klar. Aber jetzt mal im Ernst. Wir sind alle reich. Nein, wir sind alle jetzt mal unter uns, ihr seid alle reich. Wir sind, ne, alle sehr reich. Also wenn man bei den GZ anfängt, ja, also bei einem der Sender, die dem GZ unterstehen, ne? GZ, man weiß ja, das ist ja wie so Illuminaten, eine GZ-Firma. Willst du das flacher haben, oder? Nee, einfach so ist gut. So, das ist noch, was soll man, ich noch was nur sprayen, nicht, dass links, die hier bleiben? Ja, von mir aus, ja. Bekommen also eure Kinder, kriegen BAföG mehr als andere? Ja. Stimmt das? Ja, ja, ne, das stimmt, ja. Ja. Dann können wir auch nochmal ihr Gesicht sehen, wie die Wahrheit sagen. Nee, aber das ist doch so, ne? Die kriegen BAföG mehr auch und eure Altersversorgung ist eh safe, ne? Ja, 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 klar. Krass. Das ist alles gesehen. Und ihr müsst halt nicht so viel arbeiten wie andere, ne? Nee, 2-3 Stunden am Tag. Wenn es hochkommt, und arbeiten. Ne? Ja, ich meine, eine Sendung in der Woche, was ist das? Ich mach 4. Ja. Siehst du, das ist lächerlich. Das ist krass. Den Rest der Woche sitzen wir rum. Krass, ey. Ja, ja. Und trotzdem downloadet ihr illegal Musik. Krass. Also obwohl ihr so viel Kohle habt. Warum macht ihr das? Ich habe das vorhin im Büro beobachtet. Wie einer bei Movie 2K. Nein, Spaß. Nein, okay. Hey Leute, ich habe mir ein neues Dings gekauft. Und ey Leute, meine Haare sehen einmal im Leben gut aus. Das ist der einzige Grund für mich, ins Fernsehen zu gehen, ne? Ich sag ja jedem Sender ab im Moment. Jeder will mich. Ich sage immer nein. Bis meine Szene dran ist, muss ich warten. Und rendere ich weiter die Genetik-Folge. Ja. Freunde, so ein Ding, wenn ihr so ein Snackbär-Ding seht, ja, das haben wir nicht, dann weißt du, das ist GEZ-Money. Das ist Millionen wert. Dieser fette Bauch, nicht filmen. Der Samsung-Bär. Samsung, der Bär, ja, ne, der heißt auch Samsung. Samsung. Ich bin der Samsung-Bär. Weg, diese fette Bauch. Wo muss ich hin? Das sieht doch schon nach 8 Mile aus. Da hat der Regisseur aber genau das Licht gefunden. Ich würde sagen, was der Dialog überhaupt ist. Da hast du deinen Satz drauf, Luz? Digga, komm jetzt in deine Brudiletten. Sag mal nochmal, am Ende sagst du, komm jetzt her. Hier ist nur ein Satz. Los jetzt. Komm, los jetzt. Ja. So im Prinzip eine Paraphrasierung des ersten Satzes. Das eine in Hip-Hop-Sprech, wie ihr sagen würdet. Das andere in Allmann-Sprech. Ja. Ich mach die Tür auf. Okay, ja. Bei ihm in die Cam, okay. So, in die Cam, zu Dende. Wo wird der stehen? Hier oder da? Der steht okay. Hier. Nein, wir drehen, dass das kommt demnächst. Browsers. Ja, können wir. Okay. Ich zeig mir doch mal den Zettel. Digga, komm in die Brunilletten. Du bist gleich dran. Jetzt auf die Bahn warten, Käffchen trinken in McDonalds. Hier bei Messe, Köln, Messe Deutz hat ja nichts anderes. Und Theresas das gebrochene Nagelgespräche reinziehen. Wirklich? Ja, der Arme. Guck mal, und der so. Guck mal, die anderen sind daneben. Das ist eine mittlere Katastrophe. Voll die Kurve ist das geworden. Seht ihr, so eine richtige Kurve. 2020, ach du auch. Ja. Freunde. Jemand denkt an euch und knutscht eine andere. Ach so, diese. Ich wollte nur sagen, wie lange ich schon unterwegs bin. Na toll. Yes, Freunde! Ich hoffe, das hält, diese verdammte Tripod.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ein kleiner Vlog. Das war wirklich ein typischer Roos-Tag, während der Tripod hier am Rutschen ist und ich Angst habe, dass die Kamera fällt. Ey. Das ist ein typischer Roos-Tag, ne? 3-4 Stationen. Habt ihr das gesehen? Diesen 8-Mile-Clip, den verlinke ich unten in den Kommentaren, falls ein oder andere Neo Magazin Royal nicht geguckt hat. Ja? Von den Grüße an Dendemann, Grüße an Böhmermann, Grüße an STK, der auf dem Blog war, Özcan Kocsar. Übrigens, ich war zufällig in Hamburg Özcan getroffen. Der hat Hip-Hop Academy Host gemacht und ich habe da auch ein paar Aufnahmen gemacht. Vielleicht gibt es davon auch nochmal einen Vlog, Hip-Hop Academy aus Hamburg. Easy erstmal bis die Tage, Freunde. Wir sehen uns auf Roos World oder drüben bei hiphop.de. Wenn es wieder um Hip-Hop geht, dann gibt es eine schöne neue Was-Los-Folge. Apropos Kaktus. Eine Kaktus-Nahaufnahme ist immer gut. Das merkt euch das. Das macht eure Aufnahme immer gut. Und wenn ihr Eier macht, benutzt gute Teflon-Sachen, weil sonst habt ihr, also dann gibt es keine Reste. Alles Infos, die ich euch schon immer mal geben wollte. Bis dann.